Shadow Gun Legends. Hallo, meine Lieben. Und herzlich willkommen hier beim Telefon. Ja, warum kriege ich jetzt plötzlich so einen Lachanfall? Ich hatte mir eigentlich im Kopf überlegt, dass ich sage Shadow Gun Legends, aber da ist mir jetzt gerade spontan etwas anderes eingefallen. Ich blende euch jetzt an dieser Stelle einfach mal ein. Vielleicht kennt ihr das noch. Ist doch ein bisschen älter. Von Ralf Rute, den Werbeparodien. Scheidenpilz. Ja, aber um Scheidpilz muss sich der liebe Dirty Horse nun mal keine Gedanken machen. Ist vielleicht ein Problem, was die Willow betrifft. Ob wir das noch rausfinden werden, weiß ich nicht. Ich begrüße euch in diesem Sinne erstmal hier ganz herzlich in meinem Telefon. Es ist schon wieder so, wo habe ich den Anfang nicht geplant gehabt? So habe ich ihn nicht geplant. Na, Pille? Peil? Du bist doch auf dem Weg. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh. War gerade brenzlicher Moment, ne? Der geht jetzt bestimmt zu Willow. Ist bestimmt einer der Stripper. Ja, meine Liebe, also so habe ich das tatsächlich nicht geplant gehabt, der Anfang. Ich wünsche euch da draußen trotzdem viel, viel Spaß mit der heutigen Folge und heiße euch herzlich in meinem Telefon willkommen. Und, ja. Er hat nichts, glaube ich. Er hat nichts. So, wir gehen weiter. Wir haben ja noch ein paar Missionen, die offen sind. Das letzte Mal. Ich habe so unfassbar diese Geisterschiff-Mission gefeiert, ne? Was habe ich diese Mission gefeiert? Ohne Witz, die fand ich richtig gut. So, Big Red hat da auch nichts. Ich dachte gerade, immer wenn ich ein Ausrüstungszeichen sehe, denke ich, oh, jetzt passiert irgendwas. Naja, bei Hakim, na, der hat noch ein paar Sachen. Nee, das heißt, wir haben tatsächlich jetzt erstmal nur die Mission, die wir eh schon haben. Gut, dann geht's jetzt eine Runde zu Choppy und wir essen heute mal einen Eiweißriegel. Ja, Horst hat auf jeden Fall O-Saftverbot. Wir haben ja das letzte Mal gesehen, was dabei rauskommt. Guck uns doch an. Horst schämt sich am Anfang immer. Ist euch das schon mal... Was? Du siehst so aus? Achso. Ich dachte gerade, irgendjemand spricht mich direkt an mit du siehst so aus. Ich wollte gerade sagen, ja, ja, komm mal du her. Also ja, wir haben gesehen das letzte Mal, was passiert, wenn Horst O-Saft trinkt. Und deswegen gibt es jetzt ein absolutes O-Saftverbot. Horst ernährt sich heute ab sofort einfach nur noch von Bier und Schnaps. Es wird definitiv kein O-Saft mehr in Horsty Boys Leben geben. Naja, vielleicht schon. Vielleicht schon, wenn er irgendwann mal wieder eine Odyssee erleben will. So, Horst, das reicht jetzt erstmal. Ist okay? Ich finde das immer schön. Er ist so schüchtern, er schämt sich. Also, pass auf. Auf Mimir können wir bald. Vielleicht heute sogar. Vielleicht können wir uns heute Mimir einmal angucken. Den Eisplaneten. Denn ab Level 17 können wir tatsächlich endlich da rein. Wir werden die Level 18 Missionen zwar deswegen wahrscheinlich noch nicht schaffen, aber ich will diesen Planeten einfach sehen. Tja, da haben wir zur Auswahl. Arak, Arak oder Arak. Ich glaube, wir entscheiden uns dann für Arak. Also, was haben wir denn hier? Slate. Drei Slate-Missionen. Ist ja heute hochgradig abwechslungsreich. Also, mit diesen Anschlägen auf die Pein machst du dir langsam einen Namen. Ja, möchte sein, ich bin Level 16. Also, solltest mich langsam schon kennen, Slate. Ne? Auf meiner Liste steht ein weiterer Name. Falls du Interesse hast, das Ziel befindet sich auf der Orbita-Station und rein damit. Nicht lang schlacken und auf in die Jagd. Warum kann ich denn heute schon wieder nicht mehr richtig reden? Sorry. Ich glaube, da ist auch etwas in meinem Gehirn kaputt gegangen. Bei der letzten Mission. Los geht's! Alles klar, wir haben auch keine versteckte Kiste. Das heißt, wir können ganz normal durchzwiebeln. Aber natürlich ein bisschen aufmerksam sein. Ich hoffe, vom Ton ist das okay. Gefunden. Oh! You are going down. Manchmal ist der Horst ein echter Philosoph, ne? Unfreiwillig, aber er ist es. Oder er ist so geplant. Warte. Und jetzt? Der sah doch gekonnt aus. Ja. Ach, schön, wie der Kopf wegfliegt. Ja, und ich entdecke diese Fässer immer. Na gut, aber wir standen zu meiner Verteidigung, muss ich sagen. Wir standen ja hier in dem Winkel, da hast du kein Fass gesehen. Da hast du einfach kein Fass gesehen. Hakt ja heute so ein bisschen, was da los? Ist ja bei mir irgendwas kaputt? Das nächste Fass. Komm, jetzt schmeiß mal eine Granate rein. Das lohnt sich, glaube ich. Da sind drei Leute. Oh, Klinge. Warte. Die Klingen, die hasst er einfach. Die hasst er abgrundtief.
Ich kann es verstehen, ich kann es verstehen. Also ich glaube, dass diese Mission relativ... Ja, du darfst auch auf die Ziele nicht nur dazwischen versuchen zu treffen, zu zielen. Ich glaube, die Mission wird relativ kurz. Ich glaube, die wird kurz. Ich habe auch immer noch so diesen Bereich da unten im Auge, weil da kommt ihr ja gerne mal raus. Haben wir ja gerade vorhin gesehen. Da ist nix. Aber ich liebe einfach dieses pornös geile Licht hier drin. Und diese Spiegelung im Boden. Oh, das ist schön. Was? Shadow Go 66 im. Aha. Grüße! Ja, Horst, jetzt musst du die Waffe wechseln. Schade. Ich wollte es gerade mal ein bisschen eleganter machen, aber sie haben mich zu früh gesehen. Oder beziehungsweise sie haben mich früher gesehen, als ich gedacht hätte, sie sehen mich. Horst! Ach, scheiße, hier ist ein langer Gang. Das können wir nicht ausweichen, ne? Stehen bleiben oder überleg dir, was du tust. Ich weiß nicht, was tut sie? Sie verdirbt es. Was macht sie? Hauptsache, am Ende wird alle Gegner wechseln und erstmal noch eine Granate hinterher zwiebeln. Damit jeder weiß, hier ist irgendwas los. Ach Leute, Horst! Der Dummheitsbonus des Tages geht an Horst! Oh, ins Gesicht getreten, das ist ja auch echt pervers. In your face, sagt sich Horst. Irgendwo, da hinten. Meinst du, ich hab dich nicht gesehen? Arschgesicht. Ja, ja, Horst, ich bin voll bei dir, ich bin voll bei dir. Töte sie. Töte es, bevor es Eier legt. Okay. Ja, call me daddy. Aber Horst, willst du Pein als Nachkommen? Willst du Pein? Was ist das? Lucis, der Herzlose. Oh Gott. Hatten wir nicht schon mal einen Herzlosen? Na, haben wir es nicht schon mal mit einem zu tun gehabt? Wo willst du denn hin? Oh, Klinge! Lauf, lauf! Los! Renn doch! Was tust du? Lauf doch! Hallo? So, was war denn da los? Zeitlupenhorst! Luz ist der Herzlose. Eieieiei. Ja, bitte? Keep on bleeding. Bam, bitch! Aber eigentlich war die Waffe nicht für dich bestimmt, sondern für den Herzlosen. Sackhaut anlegen! So, wir warten einfach, bis er wiederkommt, siehste? Aber der ist nicht in... Na. Der ist nicht in... Ah, du kleine Mistmade. Wo ist denn jetzt hin? Komm, du hast eh kein Herz. Stell dich. Was ist denn seine Mission hier? Hallo? Lady! Ist er weg? Hat er keine Lust mehr? Hat er ein Herz gefunden? Ja, absolut. Son of a bitch. Aber warum hat die Mutti kein Herz mitgegeben? Oder was hat dich dazu gemacht? So, Ziel ausgeschaltet. Ist jetzt die Mission vorbei? Ja, jetzt ist die Mission vorbei. Na, das war ja spaßig. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt gleich noch etwas sehr, sehr Schönes hier erleben werden in Shadowgun Legends. Oh, was ist... Ach, die Genauigkeit? Nur ja, 39% ist okay. Immerhin 5 Headshots. Welcome back, Horst.
Was hatte das Ding denn für ein Problem? War auch so ein bisschen fail. So, wunderbar. Wieder ein Widerling weniger. Bei dem Tempo werde ich bald eine neue Liste brauchen. Gib mir den Ruhm, gib mir den Ruhm, gib mir den Ruhm. Aber wir haben, glaube ich, ein bisschen Ruhm verloren. Kann das sein? Es fehlt ja doch noch ein bisschen was, bis wir Level 16 sind. Bis wir Level 17 sind, wollte ich sagen. So, pass auf, ich bin heute wieder ein bisschen doof im Kopf. Siehste. Aber vielleicht kriegen wir das ja heute noch hin. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, ob wir das mit diesen Popel-Missionen, die wir haben, hinkriegen. Wir gehen jetzt erstmal zu Pedro, denn da ist ein Ausrufungszeichen. Ich habe ja die Hoffnung, dass unser lieber Freund Pedro, bei dem immer viele Leute sind... Was weicht ihr denn weg von mir? Stinke ich? Horst, hast du nicht geduscht? Kann das sein? Hallo? Das ist kein Jungfrauenblut, was er da um die Augen hat. Du brauchst dich jetzt nicht hier irgendwie weg und du auch nicht. Und er hat auch kein Problem mit Scheidenpilzen. Also, ja, der hat eine Mission, richtig gut. Eliminiere das Ziel. Mein Typ hat Pedro einen weiteren Hinweis geschickt. Er sagt, dass einer der dicken Fische der Beine im Bunker etwas im Schilde führt. Jawohl, mein Freund, das nehmen wir doch sofort an. Das nehmen wir sofort an für Pedro. Tun wir es doch sofort. Und die ist, nee, ist sie auch auf Arak? Ach, schwör. Die da unten? Jawohl, die machen wir doch gleich. Ich mag die Pedro-Mission, auch wenn die, glaube ich, auch jetzt erstmal ein bisschen einfacher verlaufen wird. Aber ist okay. Ich habe ja gesagt, nach der krassen Mission das letzte Mal, diese Geisterschiff-Mission, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch ja sehr gerne das letzte Video klicken, war ja die Vermutung schon nahe, dass heute ein bisschen ruhiger und entspannter wird. Und vielleicht mache ich auch eine kürzere Folge. Also mal gucken. Ja, ja, mein Ziel ist natürlich eigentlich heute schon Level 17 zu erreichen, damit wir wenigstens uns Mimia einmal kurz angucken können. Aber ich weiß noch nicht, ob wir das schaffen werden. Ich weiß tatsächlich auch immer noch nicht, ob der Ton zu leise oder zu laut ist. Aber dann ist es halt heute so. Entweder ihr versteht mich sehr gut oder gar nicht. Diese zwei Optionen gibt es. Hier ist kein Grund zu lachen, Horst. Weil dadurch, dass jedes Game irgendwie eine andere Einstellung tontechnisch hat und ich mir immer vergesse, das aufzuschreiben, weiß, wie ich meine, und man das jetzt nicht so wirklich hört. Und ich auch sehr, sehr viele Formate momentan im Programm habe und mir das nicht merken kann, stehe ich immer wieder vor der Herausforderung, ist es das richtig oder nicht? Bad Bitch! Was willst du? Geh weg, geh weg! Stirb! Oh, die mag ich überhaupt nicht, diese Minenkrabbler. Die mag ich gar nicht. Überhaupt nicht. So, wir stehen schon wieder im Serverraum. Wie oft waren wir hier schon drin? Aber ich mag ihn. Spring mich nicht an! Geh weg, geh weg, geh weg! Orientierungslos fuchtelt Horst mit seiner Waffe rum. Na, wo? Hä? Hat sich Horst gerade vor sich selber erschrocken? Woran erkennst du, dass es Probleme gibt, wenn man sich vor sich selbst erschreckt? Stimmt, wir müssen auch mal versuchen, nicht nur Babywaffen zu verkaufen, ja, ja. Auch mal ein bisschen was zu fusionieren und vielleicht auch das, was wir gerade eingesetzt haben oder eingesammelt haben, mal gucken, ob wir das nochmal einsetzen können. Aber ich glaube, da muss ich tatsächlich erst noch ein paar mehr irgendwie beschaffen. Wissen Sie, wie ich meine? War das jetzt einigermaßen verständlich oder kann man mir schon wieder nicht mehr folgen? Ich glaube, man kann mir schon wieder nicht mehr folgen, ne? Ich hasse sie! Ich hasse sie! Stirb! Wir müssen auch damit rechnen, dass uns von hinten vielleicht auch nochmal ein paar... Hallo, 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 Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Von hinten vielleicht auch nochmal welche angreifen können. Hatten wir zwar bis jetzt noch nicht so ultra oft, wenn wir irgendwo im Gang lang gegangen sind, dass dann auch von hinten mal wieder welche kamen. Aber, ne, musste ja mit rechnen. Ich finde halt auch immer so geil, dass das so...
steinmäßig. Oh Gott, ich lasse es heute. Erklärungen sind halt überhaupt nicht meins. Ich glaube, ihr wisst, was ich versuchen wollte zu sagen. Oh, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Also, du bist auf jeden Fall das hochrangige Ziel. Der hat auch einen Namen. Irgendwas mit... Was? Sklave? Sklave? Was stand da? Ich will lesen. Wer bist du? Stell dich doch erstmal vor. Call me your name. Nein, call me your... Also, sag mir, wie heißt du? Der Verheerer? Was? Stefk? Ich kann überhaupt nicht lesen. Horst stirbt? Verdammt! Nein! Ja, weil sie den Namen lesen wollte. Leute! Aber ich habe es nicht lesen können. Ich habe es tatsächlich so... Wer bist du denn? Stefk? Wo kommst du her? Aus welchem Norden? Der ist so gelb. Könnte von Ikea ausgesandt sein. Ich weiß es nicht. Also, wir haben jetzt irgendwen von Ikea... eliminiert, Leute. Das war ein Ikea-Mitarbeiter, der einfach zu lange bei Ikea gearbeitet hat. Stefk. Oh. Tja, das war die Pedro-Mission. Aber ich glaube, das hat uns jetzt auch nicht so viel gebracht. Na, 34 damit. Können wir, glaube ich, nicht so viel anstellen. Uff, schauen wir mal. Willkommen zurück. So, Pedro, sei stolz auf uns. Wie ist denn du? Mir gehen langsam die coolen Sprüche über dich aus, Mann. Das hat er ja schon mal gesagt. Wir brauchen immer noch so viel bis Level 17. Das liegt aber auch an diesen Baby-Missionen, weißt du? Wenn jetzt einfach nur mal eine vernünftige Mission hier am Start wäre, hätten wir die nötigen Punkte längst zusammen, um... auf Mimir uns mal umgucken zu können. Das ist doch echt gemein. Oh, guck mal! Metalltitte! Metalltitte hat eine Mission! Ab zu Metalltitte! Sarah! Geil! Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich wirklich drauf. Ich liebe Sarah-Mission. Und außerdem können wir uns gleich hier nochmal ein bisschen umgucken, was hier für komische Leute sind. Na, ich kenne dich nicht. Aber mit Schädel trinken wir jetzt mal was. Vielleicht. So, Minibar. Komm, Schnaps. Schade finde ich, dass wir Spielern nichts ausgeben können. Weißt du, wie ich meine? Oh Gott, du guckst aber crazy. Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um, was hier noch für Leute sind. Wow, der hier, der Halbnackte, der sieht so ein bisschen Wrestler-mäßig aus. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie... So, ansonsten ist hier tatsächlich nichts los. Nö, gar nichts. Dann, Sarah! Na, was hast du, Metalltitte? Zerstöre das Warp-Tor. Unsere aktiven Streitkräfte sind im Moment zerstreut. Shadowgun. Daher kommt dieses neue Warp-Tor aus in den Höhen äußerst ungelegen. Wir haben den Auftrag, es schnellstens auseinanderzunehmen. Alles klar, Baby. Für dich lege ich die Welt zu Füßen und vernichte jede Bein, die es überall irgendwo gibt. Ach du Scheiße, hast du ernsthaft ein pinkes Outfit an? Also deine Maske ist geil, aber das Pink, oh wow, das Pink geht so überhaupt nicht. Und du musst definitiv in die Sonne, Freund. Du musst echt in die Sonne, du siehst echt kalkig aus. Aber er sieht ja schon ziemlich geil aus, ne? Außer das Pink. Das Pink, ja gut, das ist jetzt wieder Meckern auf höchstem Niveau und naja, so mädchenmäßig halt, ne? Aber es sagte ja auch keiner, dass ich anders bin. Genau, dann machen wir nämlich auch gleich die Mission für die Metalltitte. Der ultimative Liebesbeweis von Sarah ist wahrscheinlich, wenn sie uns die Schlüssel zu ihren Titten geben würde. Weißt du, wie ich meine? Weil die hat ja zwei Schlösser, deswegen nennen wir sie auch Metalltitte. Die hat ja zwei Schlösser an ihren Brüsten. Das ist wahrscheinlich so das Geschenk, was du kriegst zur Hochzeit nach Hause. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Ah, pass auf! Lauf, 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 lauf! So, lokalisiere das Warp-Tor-Signal. Das kriegen wir vielleicht hin. Gab es hier eigentlich eine versteckte Kiste? Nee, ich glaube nicht, ne? So, das sieht ja schon ein bisschen so nach Energie aus, aber wir müssen uns verstecken. Jetzt nicht hier so wieder Schwäche, die feindlichen Streitkräfte in die Kriege hin. Na, hast du mich gesehen? Hallo? Bye bye. Oh, yes. Medaillen sind immer gut. Der Frontal einfach davor steht.
Ja, ja, komm, der ist gleich weg, der ist gleich weg. Aber, yes, wir machen das jetzt mal so. Bringt das was? Ich sehe nichts. Das Warp-Tor ist so hell. Ich sehe einfach überhaupt nichts. Wenn du überhaupt nicht siehst, wo du hinziehst. Ach, geil. Zerstöre die Energiekapseln. Das heißt, wir können hier noch nichts tun. Aber ich denke mal, zu dem Tor müssen wir dann bestimmt noch. Erstmal wieder zum Fahrstuhl. Alles klar. Ich verstehe. Zack. Hoch oder runter? Hoch. Sackhaut anlegen. Nicht vergessen, Horst. Wo geht's auf? Wo geht's auf? Da geht's auf. Stehen wir zu weit weg? Oh, what are you doing? Der sah ja jetzt auch wieder gar nicht mal so verkehrt aus, aber ich glaube. Nichts mehr mit Kopfjäger. Gnadenlos zusammengebrochen ist er. Sind da noch mehr? Ja, ich wollte gerade sagen, so, schick doch mal eine Granate rein. Mit lieben Gruß vom Horst. Ah, ja, ja, ja. Könnt ihr euch an die bitte noch erinnern? Ah, da haben wir unten auch ganz fürchterliche Szenen erlebt. Das war eine Mission, die ich, glaube ich, dreimal machen musste, weil ich immer wieder gestorben bin. Naja, da habe ich so eine Mädchentaktik dann hinterher angewandt. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge es ist. Das ist schon ein bisschen länger her. Da hatte ich dann auch kurzzeitig keine Lust mehr auf Shadowgun Legends. Oh, Klinge! Weil mich diese Mission einfach so abgefuckt hat. Aber das hatte hier mit diesem riesigen Energiekern zu tun. Er sieht ja schon grandios aus, ne? Nur möchte ich da ungern wieder in der Mitte stehen. Oh, das war so eine furchtbare Mission, Leute. Ich habe sie gehasst. Ich habe sie einfach echt gehasst. Aha, da sind die Energiekapseln. Nummer 1. Und Nummer 2. Jetzt kommt doch bestimmt gleich wieder Pein an, oder? Bis jetzt noch nicht. 3-Sekunden-Regel eingehalten. Ab zum nächsten. Not again. Doch. Horst, es tut mir leid. Jetzt musst du nämlich wieder runterfahren. Angenervt ist er heute. Was ist denn los, Horst? Habe ich dich bei irgendwas gestört? Ja, ja, die Arbeitszeiten kann man sich manchmal nicht unbedingt aussuchen. Kenn ich, mag ich auch nicht unbedingt. Nö, und maul ich auch immer ein bisschen rum. Aber du darfst nur schon Schnaps auf der Arbeit trinken, weißt du? Irgendwie sieht das aus wie, wo wir vorhin schon waren. Splittergranatenschleife. Und jetzt deaktiviere das Warp-Tor-Schild, alles klar. Ich guck halt heute so ein bisschen vorsichtig, weil ich immer irgendwie mit Gegnern rechne. Siehst du? So, mit solchen. Ah, mit den 10.000, die hier rauskommen. Wir warten einfach. Die haben uns ja jetzt gesehen. Die wissen ja, wo ich stehe. Hä? Siehst du? Dann kommen sie nämlich auch wie ab Fließband hier raus. Sackhaut anlegen. Sackhaut angelegt. Und? Hier sitzt du doch eher da. Ja, warte mal. Für den können wir uns auch nochmal eine andere Waffe anlegen. Ich sehe wieder nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich stehe auch beschissen, ne? Einfach draufhalten. So, das sah jetzt gar nicht so doof aus. Vielleicht. Aber irgendwas ist da noch. Vielleicht, oder? Nee, doch. Ach, verdammt. Scheiße, da kommen auch ganz viele Klingen. Fuck, 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 fuck. Eine. Hätte ich schneller sein müssen mit dem Warp Tor? Kommen dann immer wieder neue? Weiß ich nicht. Habe ich bis jetzt so auch noch nie getestet. Ach, verreck doch. Geh. Stirb. Geh in dein Tor. Komm die wieder raus. Ah. Und da waren sie da. Ich war mitten gerade beim Zerstören des Tors. Ich weiß gar nicht, ob er da schnell genug sein muss oder ob dann immer wieder welche rauskommen. Wäre natürlich auch spaßig zu wissen, weil dann könnte man das ja zum Level benutzen. Weiß ich meine?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für Anfälle sie kriegt. Der Horst, komm, du hast dir danach auf jeden Fall einen ordentlichen Schnaps verdient. Was? Fiktiv? Entschuldigung. Es gibt ja schon fragwürdige Namen. Gut, das werden sich einige wahrscheinlich auch bei Dirty House denken. Wie ist das denn zustande gekommen? Was für eine Wette ist denn da passiert? Oh, kaputt. Aus die Maus. Ja, dann Horst, ab nach Hause. Ich glaube, ich muss tatsächlich auch gleich Daten runterholen. Und wir müssten jetzt auch fast schon bei einer halben Stunde, glaube ich, sein. Ja, Genauigkeit, 50% und 238. Das ist ganz gut. Ich glaube, die Mission hat uns jetzt ein bisschen weitergebracht. Ich bin sehr gespannt. Ich putze jetzt einfach mal eben schnell Nase und dann schauen wir ganz gespannt, wie viel wir noch brauchen bis zu Level 17. Dam, 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 dam. Gemacht. Das sollte den Plänen der Pein einen schweren Schlag versetzen und unseren Jungs etwas mehr Raum zum Atmen geben. Sisi, und für mich! Abzeichen, Schleifen und Punkte. Dein Ernst? Also gefühlt müssen wir da mindestens noch 4-5 Missionen machen, bis wir das erreichen. Ach, scheiß doch die Wand an. Stimmt mich ja jetzt gerade nicht so happy. Na, Amico, entschlüssel mal was für mich. Da. Ein Brusthologramm. Ja, wir haben hier Raptor 2, wie du sehen kannst. Ich ignoriere, aber ich will wissen, was du für eine Mission hast. Eliminiere das Ziel. Mann, ich weiß, dass du Pine-Soldaten mit Links ausschalten, aber wenn du den großen Wurf landen wollen, müssen du ihre Anführer ausschalten. Wissen du Bescheid? Ja, aber was sagt mir das jetzt als Mission? Es ist einfach nur irgendeine Mission. Und das war's. Wo sind denn die spaßigen Missionen? Ach Horst, pass auf. Ich habe dir versprochen, du kriegst jetzt Burger. Ich schmeiß eine Runde. Ach, genieß es doch länger. Das gibt's doch nicht. Warum inhaliert ihr denn alles? Und Schnaps. Hab ich dir versprochen. Und jetzt. Ich glaube, wir gehen tatsächlich nicht ins Casino, aber wir können einfach mal gucken, ob wir hier irgendwie noch was aufbessern können. Nee. So. Passivfähigkeit, die Kunst des Feilschens lebt. Feilschen? Weiß ich nicht, ob wir das so brauchen. Aktive Fähigkeit, die haben wir ja nicht ausgerüstet. Ich gucke jetzt einfach mal so. Die Sentry Gun haben wir auch nicht im Gepäck. Betäuber ist auch eine aktive. Ja, den finde ich gut. Warte mal, den Sparta-Tritt. Pass auf. 7000 irgendwas Öcken, das investieren wir sehr, 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 sehr gerne. Und ich glaube, wir machen auf jeden Fall noch eine Mission. Oh, warte mal. Haha, so einen Silberschlüssel kriegen wir noch. Ja, gib es doch her. Gib ihn doch her, Freund. Und jetzt, meine Lieben, werde ich ganz schnell eine neue aufmachen. Was will sie jetzt damit sagen? Eine neue Aufnahme machen und die Daten schnell mal eben runterholen und dann machen wir noch eine Mission. Ich glaube, wir werden heute echt Level 17 nicht erreichen. Ah, das finde ich jetzt, das deprimiert mich. Oh, Horst guckt. Wie guckt er denn schon wieder? Ich weiß nicht, wie er guckt. Komisch guckt er. So, meine Lieben, da bin ich zurück. Und wir werden... Ja, welche der beiden Slave-Missionen werden wir jetzt tun? Ich glaube, die hier, ne? Lass uns die IT-Abteilung der Pine beschäftigen. Lade diesen neuen Virus auf den Großrechner der Orbitalstation hoch. Okay... Informationsbeschaffung. Hacke dich in das Computersystem der Pine. Der schneebedeckte Planet Makemake war der Schauplatz. Das haben wir doch schon mal gelesen, oder? Bla 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 bla. Ja, das kenne ich schon. Nur die ersten zwei Zeilen waren anders. Aha, so kannst du es auch machen. Lokalisiere die Großrechner der Pine. Das tun wir. Aber du darfst auch ein bisschen schneller laufen. Daran.
Grabarz. Du kannst aber schnell an. Sag mal, was ist hier los? Entschuldigung. Yes, der letzte war gut. Der hat gesessen. Doch. Ich glaube nicht, dass die überhaupt irgendwelche Gefühle haben. Also Pein sowieso generell schon mal nicht. Und da haben wir die Großrechner. Schon wieder sowas Kreisförmiges. Und da sehe ich doch schon zwei Klingen rausspringen. Oh, fuck. Weil das Problem ist, während wir dann den Virus hochladen. Fuck! Lauf! Ja, sorry. Wir müssen hier drumherum laufen und das Ganze so ein bisschen verteidigen. Und bei diesen kreisförmigen Geschichten hast du immer das Problem, dass es da keine Ecke gibt, wo man sich irgendwie verstecken kann. Ich habe etwas im Hals hängen. Und das ist mir schon sehr, sehr häufig zum Verhängnis geworden. So, ich glaube, ich werde hier jetzt mal die Fässer deaktivieren. Nicht, dass die mir gleich noch irgendwie zum Verhängnis werden. Irgendwo ist auch noch einer. Nur wo? Hä, bin ich dumm? Ja, ich bin dumm. Ach so, wahrscheinlich hier im Raum. Da! Du Muschi! Melde dich doch, wenn man dich fragt. In your face! So, weg damit. Deaktiviere das Kraftfeld. Kraftschild, what? Nur wie? Kann mir jemand sagen, wie? Wo finde ich das? Na, probieren wir es mal hier, in diesem magischen Raum. So, Checkpoint erreicht. Dreh dich doch um. Beginne mit dem Hacken, aber da müssen erst so... wo? Ich sehe es nicht. Ich bin blind. Ich kann nicht sehen. Das und das. Hackend erfolgreich, aber gerade so. Und jetzt müssen wir bestimmt... Ja, siehst du. Verteidige den Server bis bla und blub. Klinge! Gott sei Dank haben wir einfach... Lauf. Haben wir den... Ich hänge fest, ich komme nicht weg. Haben wir den dritten bisschen aufgebessert. Trainiert natürlich, ne? Trainiert. So müssen wir es nennen. So, du bist schon mal weg. Wow, der Download dauert noch ein bisschen. So, jetzt wird wahrscheinlich die nächste Welle gleich kommen. Ich kann mich heute echt nicht ausdrücken, ne? Oh, der atmet hier schon wieder so schwer. Oh, da kommt die nächsten schon. Oh, fuck off! Ich hasse diese kreisförmigen Areale, ne? Ohne Witz. Ich hasse es. Weil du einfach nichts hast, wo du näher hier hast als ein gewissen paar Ecken. Aber wenn die hier in den Raum reinkommen, ist auch Arsch, ne? Wo bist du? Was machst du denn da oben, Alter? Hallo? So, aus die Maus. Und das war jetzt die Mission? Naja, die war ja doch ziemlich einfach. Ein Kopfschuss. Gab's hierfür überhaupt ein bisschen Ruhm? Naja, im Endeffekt, wir haben jetzt einen neuen Virus hochgeladen. Was auch immer dieser Virus tut und macht, oder auch nicht macht und tut... Dafür müsste der Horst eigentlich viel, viel mehr Ruhm kriegen. Naja, gucken wir mal. Ich hätte gerne zum Abschluss noch so eine richtig geile Mission. Weißt du, was ich meine? So, das war Informationsbeschaffung für Slane. Ich
Ich hoffe, die Pine bezahlt Überstunden aus, denn das wird ihre Techniker eine Weile beschäftigen. Ja, ich hoffe... Oh, Leute, immer noch nicht. Was? Aquanaut? Hut. Ah, das ist... Ja, ich glaube, hatte das der Typ vorher nicht auf? Ich weiß es nicht. Uns fehlt immer noch was bis zum nächsten Level. Ah, ist das ärgerlich. Also, bei Slate gibt es eine neue Mission. Wir gucken es uns mal an, was er hat. Vielleicht hat er ja was, wo ich sage, ja, das klingt so geil. Lust auf kleines Chaos? Chaos ist immer gut. Todeszone wehre feindliche Streitkräfte ab. Ein paar Kommandotruppen der PF wurden ausgesandt, um die Orbitalstation zu sabotieren. Es verlief nicht wirklich nach Plan. Rate mal, wer sie retten soll. Ich? Okay. Aber mache ich das heute noch? Mache ich das nicht? Ich hätte gedacht, jetzt kommt einfach nochmal so eine geile Mission, wo ich sage so, ja, bam, bitch, die ist geil. Mal so was richtig Schönes fürs Auge. Aber, naja, ist heute leider nicht. Ich glaube, dann mache ich heute auch eine kürzere Folge. Und ich würde sagen, wir freuen uns. Ja, verneige dich vor Horst, dem großen Horst. Und ich würde sagen, ihr, ja, ja, und applaudiere dem Horst. Wobei ich dich auch echt komisch und gruselig finde, da mit deinem Nacken hier, Oberkörper. Quatsch mich nicht voll. Naja, ich würde sagen, wir freuen uns dann einfach auf nächstes Mal. Denn ich habe einfach die Hoffnung, dass wir das nächste Mal endlich Level 17 erreichen. Und dann uns auch das erste Mal auf Mimir umgucken werden können. Und bis dahin, meine Lieben, hoffe ich, hattet ihr einfach ein bisschen Spaß mit der heutigen Folge. Würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal hier auf diesem Kanal entweder zu Shadowgun Legends oder irgendwas anderem katastrophalen, komischen wiedersehen. Wir hatten heute sogar wesentlich mehr Niveau als die anderen Male, kann das sein? Naja, heute gab es ein bisschen mehr Niveau. Und vielleicht, was wollte ich sagen? Ich habe schon wieder vergessen. Seid einfach ein bisschen dirty und genießt das. Tschüss.